Hi meine süßen Honeymoons, ich habe euch gefragt, was ich an meinem Kanal ändern soll und so habt ihr geantwortet. Echt jetzt? Nee. Also, ihr wollt anscheinend nur meine Brüste sehen. Okay, gut, jetzt kann ich jedenfalls Titten ins Thumbnail knallen. Alle wollen immer nur meine Brüste sehen, als hätte ich nicht mehr zu bieten. Nämlich noch einen riesengroßen, fetten. Ja, Timo, wir können sehr gerne am Alexanderplatz mit Onesies rumdancen. Darauf freue ich mich auch schon sehr, ja. Den Frosch hätte ich wirklich mal küssen sollen. Ekelhaft. Sehr viele von euch haben geäußert, dass ich selber sein soll und dass ich so, wie ich bin, cool bin. Mhm. Erzählt mir bitte was Neues. Natürlich versuche ich mir selber treu zu bleiben und habe einiges vor auf meinem Kanal zu ändern. Einige haben meine Frage etwas falsch interpretiert. Ich habe lediglich einfach nur gefragt, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen wollt. Und eure Ideen gerne in die Kommentarbox. Und ich finde das super toll, dass egal was ich für Videos mache, dass ihr mir treu bleiben möchte. Viele mögen meine Storytimes. Ja, die werde ich definitiv weitermachen. Storytimes wollte ich eigentlich nie machen, aber ich denke, ich werde diesen Wunsch, ich habe gerade voll gespuckt, ich hoffe, das hat man nicht gesehen, einigen versuchen zu erfüllen und in die Tat umzusetzen und dementsprechend werden auf meinem Kanal sehr viele Storytimes demnächst online kommen. Ach, und man mag generell einfach nur Videos, in denen ich einfach nur labere. Aha. So bin ich aber manchmal auch drauf. Ich mache einfach irgendein YouTube-Video an und höre das dann zum Beispiel. Ich muss noch nicht mal unbedingt denn sehen und mache dann nebenbei den Haushalt oder so. Also das ist schon echt ein Kompliment, dass man auf meine penetrante Stimme klarkommt und sich gerne Videos von mir anguckt oder anhört. Danke. Wenn du ich wärst, sei froh, dass du nicht ich bist. Hättest du jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen? Ich denke nicht. Ich möchte auch einfach Quality auf meinen Kanal bringen. Obwohl, es ist schon qualitativ hochwertig, wenn ich einfach im Video zu sehen bin. Und ich möchte auf jeden Fall nicht mehr einfach irgendwas hochladen, damit ich praktisch was hochgeladen habe. Ich möchte schon was Sinnvolles hochladen auf meinem Kanal. Dementsprechend werde ich nicht wahrscheinlich jeden zweiten Tag etwas hochladen. Ich habe auch überlegt, Videotage einzuführen, eventuell. Weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich lade jetzt jeden Freitag ein Video hoch und dann schaffe ich das dann einen Freitag zum Beispiel nicht, dann sind alle sauer auf mich und so, damit könnt ihr überhaupt nicht leben und umgehen. Dementsprechend lade ich, denke ich, einfach mal Videos hoch, wann ich dazu Zeit und Bock habe. Lexi Black, du bist lustig. Da überdenkt man seine Wortwahl, die man in seinen Videos äußert und dann ist es vorbei, wenn man kacken muss. Ja, also, da musste ich selber lachen, als ich mir mein Video angeguckt habe. Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz einblenden, diese Sequenz, weil die war wirklich sehr funny. Ihr wisst gar nicht manchmal, oh, ich muss kacken, oh, ich muss schneller reden, oh, ich muss wirklich kacken, ich kann euch auch nicht mit auf Toilette nehmen. Ich kann euch auf Toilette... Nein, nein, ich gehe doch nicht auf Toilette, scheiße. Nein, also, was ich jetzt nochmal sagen wollte, es soll sich einiges ändern. Ich würde halt gerne... Oh Gott, mir drückt die Wurst schon, scheiße. Was hab ich gelacht? Aber Leute, die Wurst, die hat echt gedrückt, ne? Und das musste einfach raus. Also, die musste wirklich raus, ne? Ja, meine Julia-Videos werden auch von einigen, besonders von Lydia, gefeiert. Die werde ich in Zukunft auch mal wieder drehen. Ich freue mich schon mega, wenn, denkt euch jetzt schwarze Szene, auf diesem Kanal, den jetzt ja hier ausdrehen zu können. Da sind auch schon einige Projekte geplant. Ich muss gucken, wann ich das umsetzen kann, wegen auch Arbeit und so, ne?
Mal gucken, aber ich habe vor, einiges auf meinem Kanal zu ändern. Und ja, mich würde es freuen, wenn ihr weiterhin an meiner Seite bleibt. Ja, DIYs, ich habe ja eigentlich immer alles irgendwie ins Lächerliche gezogen. Ich bin ein sehr sarkastischer und humorvoller Mensch. So ernste Videos passen irgendwie überhaupt nicht zu mir. Allerdings habe ich vor, auch so Art News demnächst auf meinen Kanal zu bringen. Und ja, lasst euch da einfach mal überraschen. Und du fragst dich, wo mein Waschlappen-Leopard ist. Ich frage mich das auch gerade. Keine Ahnung, der tigert hier irgendwo rum. Wortwörtlich tigert. Obwohl, ist ja ein Leopard. Ja, aber ich habe auch ein Maskottchen, ne? Unicorn und so. Ha, Unicorn. Ich denke, ihr guckt euch nicht die Videos wegen mir an, sondern einfach nur wegen den Unicorn. Gibt's doch einfach zu. Abnehmrezepte. Girl, bitte. Ich. ja, mal gucken. Meine Fitnessvideos sind ja bei einigen auch sehr gut angekommen. Mal gucken, ob ich demnächst sowas umsetzen werde auf meinem Kanal. Ich habe da einige Projekte geplant, auch mit Freunden. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Meine lieben Honeymoons, das war's von meinem Video. Gerne weitere Anregungen oder was ich eventuell verändern könnte auf meinem Kanal. Ob ich dieses dann auch tue, das ist dann mir überlassen. Dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ach ja, und nächstes Mal gibt es dann auch auf jeden Fall eine Verlosung. Also müsst ihr auf jeden Fall auch immer bis zum Ende dranbleiben. Und ja, ich habe wirklich vor, ein paar Verlosungen demnächst zu starten auf meinem Kanal. Diesbezüglich könnt ihr ja auch gerne mal in den Kommentaren euch dazu äußern, was ich eventuell verlosen könnte. Jetzt kommt nicht an mit MacBook, iPhone oder Mercedes oder so. Ihr kriegt hier von kleinen Beträgen, weil ich das nämlich selber bezahlen muss. Tschüss.